viele andere Ideen, die Zahnbürste, die elektrische Zahnbürste, die den Nutzungsgrad so meldet, dass die Versicherung sagen kann, du kriegst einen Rabatt, weil du dir oft die Zähne putzt und deswegen weniger zum Zahnarzt musst. Da gibt es viele, viele Bilder. Also das ist, stehen wir ganz am Anfang. Ich finde, das wäre eine sehr gute Idee, ja? Weil es eine direkte Rückkopplung gibt. Und wenn die Menschen Geld zurückbekommen dafür, dass sie sich vernünftig verhalten, tun sie es vielleicht auch. Darüber müssen wir sprechen. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn wir feststellen, dass wir überall mit der solidaritätsbasierten Umlage von Allgemeinkosten an Enden dort stoßen, wo wir feststellen, dass wir insgesamt das nicht mehr leisten können, ist die Frage, ob man nicht bestimmtes Wohlverhalten, was der Gesellschaft auch was bringt, doch auch zumindest einen Vorteil bringen muss. Das heißt ja nicht gleich Strafen auszusprechen, aber jemand, der wenig verursacht, weil er sich entsprechend verhält, warum soll der nicht daraus einen kleinen Vorteil haben? Das Internet der Dinge wird die Individualisierung extrem weit vorantreiben. Wir haben sehr verlässliche, sehr faire, sehr transparente Daten vorliegen, wo man zum Beispiel das Verhalten in Bezug auf Gesundheit bewerten kann. Und dann ist die Frage, ob es sich dann den Punkt gibt, wo man sagt, es geht hier nicht um Gleichbehandlung allein, es geht auch um Gleichbehandlung. Heißt natürlich nicht bloß den schützen, der sich falsch verhält, sondern auch den schützen und den begünstigen, der Aufwand treibt und damit die Gesellschaft entlastet. Dann müsste man das diskutieren. Wollen wir das als Gesellschaft? Gibt es Gründe, das zu tun? Und das muss die Gesellschaft neu diskutieren. Die Frage ist, wie lange wir uns Gleichbehandlung leisten können, wenn wir auf der anderen Seite jemanden erlauben, dass er 10 Zigaretten am Tag raucht und sich im Wesentlichen bei McDonald's ernährt und damit mit Sicherheit vielleicht so viel wie 2, 3 andere, die gesund sich ernähren, die Gesundheitsfürsorge belastet. Da gibt es auch Grenzen, wo die Solidarität schon längst aufgehört hat von denen, die belasten. Also ich glaube, dass das zeigen also alle technischen Entwicklungen, die Sinn gemacht haben, dass die nicht aufzuhalten sind. Technische Entwicklungen sind Teil der Evolution. Also wir haben mit dem, was wir als Maschinen geschaffen haben, haben wir eine neue Stufe Evolution rund um uns herum geschaffen. Und die entwickelt sich genauso weiter, wie Evolution das seit Millionen Jahren macht. So ungefähr muss man das, glaube ich, sehen. Das heißt, man kann die Entwicklung an sich nicht aufhalten. Aber was man tun kann und auch tun sollte, dass man die Art und Weise, wie wir das entwickeln, worauf wir Wert legen, unsere kulturellen Errungenschaften, unsere sozialen Errungenschaften, unsere Bedingungen, unter denen wir Gesellschaft formieren, unsere Gesetze, die müssen wir einbringen in den Prozess und da können wir durchaus eingreifen, können die Ausprägung des Internet of Dinge können und müssen wir beeinflussen.